Hallo, meine Lieben! Es ist mal wieder Zeit für ein Baustellen-Update, denn es hat sich so, so viel hier getan und es ist echt unglaublich. Wir ziehen in 5 Tagen ein. Also in 5 Tagen ist der 1.8. jetzt. Und dann wird eingezogen. Am 1.8. ist der Umzugstag. Also eigentlich am 31. am 1.8. wohnen wir schon hier. Macht man ja immer so, man zieht ja immer zum 1. um. Und ja, heute werde ich euch ein bisschen was zeigen. Denn es hat sich so, so viel verändert und es ist so krass und wir ziehen schon was ein und wir sind jetzt jeden Tag hier und bringen immer mehr Sachen von unserem alten Zuhause mit. Und ja, eigentlich schleppen wir nur noch von zu Hause in Anhänger und von Anhänger hier rein. Das ist eigentlich immer so unsere Ferienzeit. Im Moment, ich habe ja gerade Ferien. Jetzt die erste Woche und muss noch meine Ferien da so verbringen, aber wir ziehen um und ich glaube, das ist richtig cool am Ende. Also. Mein Zimmer kennt ihr schon. Wir haben, das ist schwer hier zu zeigen, weil hier liegen schon 2 Matratzen. Hier liegen 2 Matratzen, weil wir hier manchmal schon schlafen. Hier kennt ihr das ja schon, haben einfach das schon so umgebaut. Hier alles weiß gemalt, alles schick. So sieht das Ganze also hier aus. Hier habe ich schon sogar schon ein bisschen Deko. Hier habe ich ein richtig cooles Wandbild. Seht ihr so mit Motorrad? Das kommt noch an die Wand. Dann habe ich hier schon ein paar Sachen. Lampen, die hier oben rankommen. Und auch schon ein bisschen Deko hier. Ja, gefoilt und so und geputzt ist hier auch schon. Dann die größte Veränderung. Ich habe eine Tür. Ist das nicht voll cool? Ich habe eine Tür. Ja, und dann habe ich auch noch was richtig Krasses gemacht. Und zwar, ihr kennt ja diese Seite hier. Den Schrank kennt ihr auch schon. Wir haben hier unten noch weiß gemalt. Hier unten ist auch eine Wand drin wieder. Und dann, tada, habe ich neu gestrichen. Ich dachte mir einfach mal, okay, ich fand das mit den Luftballons echt richtig, richtig hässlich. Also hier waren ja so 3 Luftballons und ich fand das so, das war nicht schön. Und ja, deswegen habe ich jetzt grau gemalt mit so weißen Wolken. Richtig schön finde ich das. Dann habe ich auch schon einen neuen Himmel für das Babybett. In unserem Schrank. Das sieht so aus, also so richtig durchsichtig, richtig, richtig schön, riesig und der ist richtig toll. Also da freue ich mich richtig, den anzubringen. Aber mir fehlt leider ein Karton. Irgendwie ist ein Karton hier im kompletten Haus verschwunden mit meinen ganzen kompletten Babysachen drin. Ich finde den einfach nicht. Und da ist auch meine Himmelstange drin, die brauche ich auch unbedingt. Weil sonst kann ich den Himmel halt nicht anbringen. Aber ist sowieso noch so dreckig hier und noch nicht fertig. Und deswegen brauche ich hier auch noch gar nichts rein. Ja, hier ist im Moment mein Lager. Und hier ist auch noch nicht gemalt. Also hier ist schon weiß gemalt. Hier hinten noch nicht, seht ihr das? Das ist halt noch grau. Also so. Da seht ihr das. Mit Gipskartonplatten ist nur Tiefengrund drauf. Hier ist auch weiß gemalt. Die Balken sind schön sauber, habe ich auch schon geputzt, weil die waren ja voll dreckig. Hier mein Boden ist drinne und sonst haben wir halt auch schon voll viele Sachen, die hier eingezogen sind. Ein paar Sachen habe ich auch schon ausgeräumt und ja, Fernseher steht hier schon. Jetzt muss noch eine Lampe angebracht werden hier. Die habe ich ja hier. Diese kommt hier ran. Kannst du die Farbe wechseln mit, also hier konnte Farbe wechseln. Und die ist mit Fernbedienung, das ist richtig, richtig cool. Und drüben habe ich ja schon, im Kleinzimmer habe ich euch die ja schon gezeigt. Der Elefant ist immer noch da und die Sterne sind auch noch da, obwohl ich bei den Sternen nicht so sicher bin, ob die bleiben, weil sich das irgendwie nicht so gut passt mit den Wolken jetzt. Aber das sehen wir, als wir eingezogen sind. Also in 5 Tagen sind wir schon eingezogen. Und dann kommt auch, wenn wir fertig sind, kommt eine komplette Roomtour, weil, ja, das ist ja noch keine Roomtour hier. Also, wir sind ja noch gar nicht richtig eingezogen. Ja. Hier habe ich auch wieder weiß gemalt. Weil das mit den Streifen gefiel mir auch irgendwie nicht. Die waren voll schief und krumm und irgendwie wollte das nicht so. Und ja, deswegen habe ich hier wieder weiß gemalt. Da kommt jetzt irgendwas anderes hin. Ich bin am Überlegen, da irgendwie irgendwas mit den Wolken wieder aufzugreifen. Dass ich da irgendwie ein Wandtattoo oder so hinmache. Aber das überlege ich mir noch alles. Mal schauen. Dann habe ich auch auf jeden Fall noch was richtig Süßes gekauft. Und zwar Deko. Richtig süßen Elefanten einmal. Der ist voll schön. Der kommt dann irgendwo ins Regal. Und noch so einen ganz kleinen Elefanten. Habe ich auch noch gekauft. Und dann fahre ich nächste Woche mit meiner Schwester. Da sind wir schon eingezogen. Fahre ich mit meiner Schwester zu IKEA. Und der kommt hier unten an ein Regal hin. So ein Expedit oder Kallax, kennt ihr die von IKEA?
Das kommt da unten hin. Und ich hoffe, das passt da mit dem Elefanten. Ziemlich eng, weil ich das gerade mal so sehe. Dann brauche ich neue Bettwäsche fürs Babybett, Gardinen für hier. Dann brauche ich einen Fernsehschrank für hier, damit ein Fernseher dahin kann. Mein Bett nehme ich mit von meinem alten Zuhause. Da hinten kommt noch eine neue Jalousie hin, die liegt da schon, seht ihr die? Und was brauche ich noch? Eine Lichterkette für die Babys. Irgendwas ganz viel habe ich. Einen Teppich, genau, einen Wolkenteppich wollte ich so haben. Und ein Schafsfell auf jeden Fall auch. Das brauche ich auf jeden Fall auch noch. Weil das Babyzimmer soll richtig schlicht und einfach werden. Nicht so wie das alte Babyzimmer, so da eine Farbe, da eine Farbe, da ein bisschen Krimskrams. So richtig schlicht und einfach und richtig schön einfach. Das ist so mein Wunsch. Ja. Und jetzt helfe ich kurz mit zu Ende auszuräumen. Den Anhänger, der ist nämlich voll. Wir sind gerade erst hergefahren. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall noch die anderen Zimmer. Der hat sich nicht so viel verändert, sind ein paar Möbel reingekommen. Zum Beispiel bei meiner Schwester. Aber ich glaube, einiges kennt ihr auch schon. Aber ich zeige es euch trotzdem. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Zimmer meiner Schwester. Also meiner kleinen Schwester Mary heißt die. Und sie hat die alte Küche. Also der Raum der alten Küche. Mit der kleinen Tür, ihr wisst. So. Und hier haben wir gemalt und so. Und hier ist schon die Möbel drin. Fernseher steht da schon. Und hier ist auch ganz viel Spielzeug. Ganz viel Schleich. Den Bauernhof kennt ihr wahrscheinlich. Der ist nämlich aus einem Video von denen. Verlinke ich euch mal hier oben deren YouTube-Kanal, genau. Ja, sonst nichts verändert, außer sie hat eine Jalousie, die habe ich angebaut. Und ihre Möbel halt. Und das Bett haben wir auch aufgebaut. Da sieht man noch meine Tür. Meine Schwester hat auch eine Tür. Die hat ja dieses Zimmer hier, was wächst, der Zugmutter. Und bei meinem Bruder sieht es ganz schon viel schlimmer aus. Er hat einfach schon sein ganzes Spielzeug hier. Weil die arbeiten unten und wenn ich jetzt hier Videos mache, das finden die, glaube ich, nicht so toll. Ja, er hat ein halbes Fußballbett hier schon. Da kommt noch das Netz hinter. Also hier kommt mir das noch zu mit so einem Netz. Also so ein richtiges Fußballnetz. Und er hat ein richtig cooles Wandtattoo bekommen. Richtig cool. Ja. Sonst haben wir halt hier schon sein ganzes Spielzeug. Und ja, er wohnt hier schon. Die Lampe muss noch geändert werden. Er hat die gleiche Lampe, wie ich jetzt bekomme. Die habe ich euch ja schon gezeigt. Ja, das ist so sein Zimmer, also schon voll Chaos. Und dann fehlt nur das Zimmer meiner Schwester. So. Ja, siehst du übrigens, sie hat die Deko an ihren neuen Lichtschalter gehängt. Also hier kommt der Lichtschalter hin. Ja, das hier ist die Wand, die wir neu gemacht haben. Hier ist halt eine Tür drin schon. Hier haben wir ja gemalt. Das kennt ihr ja schon. Sieht auch schon Möbel drin. Ist, glaube ich, auch schon ein Video so drin gewesen mit den Möbeln. Aber ich wollte es euch trotzdem einmal zeigen. Hier sind ihre Fußleisten. Die kommen halt hier so, ne? So Fußleisten hier so ran. Das ist ihr Bett. Wir haben auch schon letzte Wochenende hier geschlafen. Komplett das ganze Wochenende. Möbel. Alles da. So, und auch hier, tut mir leid, haben wir auch schon was Neues. Schaut mal, wir haben ein komplettes Badezimmer hier drin. Also, ja, einen neuen Schrank haben wir. Mit Spiegel und halt alles komplett. Da kommt noch eine Schranke, die steht hier unten. Der muss abgeschnitten werden, weil der Balken da oben im Weg ist. Ja, oh, so sieht das hier auch schon aus. Und so sieht das Ganze hier unten aus. Also hier sind wir auch schon ein bisschen eingezogen. Küche müssen wir halt noch kaufen. Weil sonst steht hier halt schon alles. Hier ist unser neues Badezimmer, also eine Eckbadewanne. Haben wir auch schon alles hier. Hier sieht das sonst so aus. Hier haben wir auch schon einen Schrank. Und hier ist auch schon alles. Also unsere Couch aus dem Wohnzimmer. Hier steht noch eine. Meine Wiege. Hier schlafen meine Eltern zurzeit. Und noch eine Kommode, genau. Hier sind die ganzen Kinderspielzeuge, die müssen wir alle noch hochbringen. Hier sieht man das auch noch alles. Ja, und das ist eigentlich das Schlafzimmer meiner Eltern. Und hier steht immer noch alles rum. Auch mein Bild, was ich aber nicht mehr ins neue Zimmer mitnehme. Ja. Laminat für dieses Zimmer hier. Steht halt noch alles rum, aber
schon wirklich weniger geworden. Da ist das Ehebett von meinen Eltern. Jetzt kommt er hier rein. Da sind die Nachtschränke von meinen Eltern. Ja, also wird auch schon weniger hier. Wir haben halt schon hier zum Beispiel, das gehört meiner Schwester, haben wir schon ganz, ganz viel in die Zimmer getragen. So, mein Lieben, wir sind jetzt fertig und das heißt, wir fahren jetzt wieder los und holen noch eine Ladung. So läuft eigentlich unser ganzer Tag immer ab. Also wir fahren immer von zu Hause hierher, laden aus und fahren wieder zu Hause und laden wieder voll. Ja, deswegen würde ich mich jetzt verabschieden. Ich muss mich jetzt in meine Motorradsachen packen und losfahren. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und für mehr Baustell-Updates gebt einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal.